Stefan jetzt gibt's. Andere Geschichte. Ja, genau, das ist nämlich eine andere Geschichte. Kann man alles nachlesen. Wir haben nämlich auch einen Blog. Es gibt nämlich nicht nur Rock am Ring Blog, es gibt auch den Kraftclub-Blog bei Tumblr. Kraftblog. Sogar sehr, sehr gut. Dankeschön. Bitte. Ja, in einem eurer Lieder heißt ja, wir sind die Lieblingsband eurer Lieblingsbands. Was habt ihr denn so für Lieblingsbands? Schön, was ist dein Lieblingsband? Deine Lieblingsbands sind immer ein bisschen interessanter als unsere Lieblingsbands. Ich bin nie wirklich Lieblingsband. Ich denke, du magst auch ganz sehr Fucked Up zum Beispiel. Fucked Up, My Friend, Black and White Dash. Nee. ja, ich find dann eher so der Justice total gut. Ja, Justice finde ich geil, aber findet ja jeder geil. Genauso wie Hives zum Beispiel. Aber Neon Plastics ist geil, aber die gibt's glaube ich nicht mehr. Bei Hives gewohnt alle einig. Ja. Auf die ersten zwei Trash Fashion ist auch mal Arctic Monkeys. Okay. Große Favoriten von uns. Aber im Endeffekt hat es so eine Zeitung hat das jetzt sehr treffend formuliert. Also eigentlich im Prinzip kannst du unser Album anhören und dann kannst du so aufschreiben, was unsere Lieblingsbands sind, abhaken. Findet ihr die Hives denn immer noch, also auch die neuen Sachen von den Hives? Ah, die neue Single ist doch super. Also ich finde persönlich über die ersten zwei Alben kommt nichts drüber, finde ich. Also ich habe das neue Album jetzt natürlich noch nicht gehört, aber also die ersten Alben, also die wo die noch so Punk gemacht haben. Genau. Oder? Ja, und das zweite Album, wie heißt es noch? Winnie Vicious. Genau. Vicious ist das. Tyrannosaurus Hives zum Beispiel auch. Großartig. Ja. Ich finde eigentlich, also Hives ist wie South Park gucken. Ja. South Park ist jede Folge geil und bei Hives ist auch eigentlich jedes Lied geil. Das ist, es ist auch nicht so, weißt du, das ist nicht so die Musik, die man sich jetzt so, die jetzt so krass berührt oder so. Weißt du, aber es ist so, weißt du, irgendwie so ein bisschen so breite Schultern-Musik, das ist halt irgendwie cool. Und ja, wenn ich mich so, also dann höre ich halt tatsächlich so, schauen uns eine Maschine oder sowas. Mhm. Wenn ich so Musik höre, die mich berühren. Okay. Ach, ich finde nicht, dass ich mich dafür schämen muss. Ja, aber dann bei Musik, die mich berühren soll, dann bin ich so richtig krass klischee-mäßig auf jeden Fall. So richtig John Cale und sowas. Also so richtig Klavier und er singt oder so. Ach, ich meine, da gibt es ja auch viele moderne Sachen. Also James Blake oder so hat auch große Songs geschrieben. Gibt es denn jemanden, den ihr gerne mal kennenlernen würdet oder jemanden, mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet? Ja. Das ist immer das Problem, wenn man immer so Leute, die man ganz scheiße findet, die lernt man dann kennen und die sind dann in 90% der Fälle total nett. Und Leute, die man total cool findet, lernt man kennen und sagt, Mann, was für Idioten. Deswegen, wir wollen die alle gar nicht kennenlernen. Wir haben mal so richtig Fanboy-mäßig vor der Toilette von Lemmy gewartet. Im Regen. Stimmt. Und ey Mann, der war mindestens 15 Minuten kacken! Krasse Scheiße, Alter! Das war lustig, ja. Aber ansonsten wollen wir die nicht kennen. Ja. Okay. Ja, in diesem Jahr habt ihr auch schon viel abgespielt, genauso wie in den letzten Jahren. Besonders im letzten Jahr. Wie haltet ihr das denn so lange miteinander aus? Besonders bei Brüdern zum Beispiel. Wir hängen schon immer zusammen auf der Pelle rum. Da hat sich nicht viel geändert eigentlich. Bloß, dass wir halt jetzt in den Bus hocken und uns mehr riechen müssen. Aber ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Wir gehen zusammen feiern und wir sind zusammen unterwegs. Also so war es schon immer. Und so ist es auch noch. Ja. Cool. Und dass wir halt dabei jetzt Musik machen. Ja. Die gehen wir schon immer auf den Sack hier. Genauso. Ja, wenn man euren Tourblock so betrachtet, dann sieht man wirklich, dass ihr viel feiern geht. Auch gerne mal Alkohol trinkt und so. Wird das heute in Köln anders sein? Kennt ihr da irgendwelche guten Adressen, die ihr uns vielleicht auch empfehlen könntet? Wir machen das immer so, wir gehen zum Merchandise-Stand und suchen uns die hübschesten Menschen raus und fragen die, wo die feiern gehen. Und dann lassen wir uns den Weg beschreiben und gehen meistens auch dahin. Aber das, also im Endeffekt ist es auch mit diesem Feiern, das ist ja, das klingt jetzt so, als wenn wir so voll die Überalks, so die jeden Abend so eine Party machen gehen und das so. Das stimmt ja nicht. So voll das Klischee hochhalten wollen vom Rockstar und so. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja einfach so, das kann man ja nachvollziehen sozusagen. Wir sind halt fünf Puppes, die unterwegs sind und jeden Abend halt die Gelegenheit haben.
was würdet ihr tun? Und, so, und halt nicht irgendwie so Montag raus müssen oder so. Ja. Das ist halt auch noch so ein Ding. Das also so das Einzige, was ich mir so überlegt habe, wenn ich abends jetzt noch richtig nach dem Konzert richtig feiern gehen würde, ne? Und richtig um einen bechern würde, und dann wie ihr jetzt zum Beispiel heute richtig lange auspennen könntet, aber dann irgendwie mit dem Kaffee irgendwie, mit dem Kater irgendwie aufstehen, dann morgen dann am nächsten Tag wieder auf der Bühne zu stehen, glaub, das könnte ich nicht durchhalten. Ja, also gerade bei Karl zum Beispiel ist es so, nach einmal feiern hat er eine viel bessere Stimme als das, kann viel besser schreien. Beim zweiten Mal wird es dann schlechter und so, also passen aber auch, dass es halbwegs gut geht, aber so dreimal feiern am Stück hält eigentlich schon immer. Ich bin auch kein so, zum Beispiel, ich klappe aber bei Festivals, da bin ich praktisch voll ab, so. Aber also wenn ich so besuchermäßig, so drei Tage feiern geht nicht. Aber dieses Adrenalin, was du kriegst durch so einen anderthalb Stunden Auftritt, so, das ist der beste Kater-Konter überhaupt. So. Also weißt du, du kannst total dreckig gehen und dann gehst du auf die Bühne und jubeln ganz viele Leute zu und dann ist alles wieder gut. Okay. Also anstatt Red Bull dann lieber ein Konzert spielen. Ja. Es tut mir aber leid, aber ich muss runter. Karl hat mich runtergewunken gerade. Warum? Wegen Soundcheck, So. Bis später. Ja, jo. Ich krieg Ruhe. Tut mir leid, Entschuldigung. Mach nix. Ciao. was haben wir denn noch? Genau. Nee, das hatten wir schon. Oder? Doch, nee, Quatsch. mit Facebook, genau. Ihr seid ja mit eurem Blog seid ihr am Start, in sozialen Netzwerken seid ihr auch am Start, besonders auch bei Facebook. Ist es für euch eher so eine Art Plage oder eher eine Art Segen? Also? Nee, es war schon immer ein Segen. Also es gibt für mich keine einfache und coolere Möglichkeit, mit Fans in Kontakt zu treten als über Facebook. Ja. Also das ist ja wirklich so, du schreibst irgendwas und hast direkt Feedback drauf und das ist super. Okay. Jo. Ich habe Twitter aber noch nicht so richtig, also das ist irgendwie nicht so richtig meins, weiß nicht. Also wir schreiben da auch irgendwelchen Quatsch, aber irgendwie ist Twitter nicht so richtig, ich verstehe es nicht so richtig. Also ich verstehe nicht, was besser ist an Twitter als... Also ich finde es viel unkomplizierter, bei Facebook einfach was zu schreiben, du kriegst direkt da unten drunter so die Kommentare als bei Twitter, wo du dann dir von allen zusammen suchst und add das und das, und dann musst du gucken, auf welchen Tweet das bezogen ist oder so. Irgendwie komisch. Komplizierter, als es sein müsste. Ihr geht auch selber gerne zu Konzerten, ne? Wenigstens früher war das so. Was habt ihr euch dann so angeguckt? Wahrscheinlich die Hives, ne? Also ich muss sagen, ich bin viel zu heiß, gar nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall öfter auf Konzerten gewesen, seitdem wir selber eine Band sind. Okay. Ja. Du bist ja immer auf diese... Wow. Diese hier Ballermusik-Konzerte. Punkrock. Nur Jungs im Publikum sind. Ja, ich habe mir letztens eine Mädchenpunk-Band angeguckt. In Berlin. Und trotzdem nur Jungs im Publikum. Geil, gerade deswegen dann wahrscheinlich. Nee, aber auch noch Mädchen. Wie hießen die denn? Wir können Werbung machen. Und die Levitations. Die Levitations. Kennst du den? Nehmen wir mal mit auf Tour wahrscheinlich. Okay. Wo ist eine Levitations? Auf was geht ganz gefährlich. Du weißt schon, wie vergehen kann? Hast du mit denen gechillt oder was? Der Christiane. Spielt er damit? Alles? Das müssen wir mal angucken. Ja. Okay.